So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Namen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Show & Tell gegen Maverick. Show & Tell tatsächlich eher Richtung Sneak Show. Show & Tell ist ja so ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Arten von Decks. Ja. Und Maverick ja auch. Das letzte Mal hatten wir gesehen, war Ben mit einem 4-Color Maverick unterwegs. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt. Show & Tell hier mit einem schlechten Start. Ja, geht so. Oder ist da ein Soulland bei gewesen? Ich meine, wenn es Soulland bei gewesen. Das ist Petal, Affe, Soulland. Ah, das ist ein Soulland, okay. Dann ja, dann. Einmal. Once Upon a Time. Zweimal. Dunamulls! So eine gute Karte. Es ist wirklich so Wahnsinn, wie gut diese Karte einfach ist. Da muss ich echt sagen, so stark. Vor allem, weil man halt nichts casten darf. Man kann ja trotzdem was legen, wie zum Beispiel ein Land. Ja, jetzt hat er zum Beispiel Wasteland gezeigt. Das heißt, der Schnittmisten ist der Show-and-Tell-Spieler, weiß schon mal, was auf ihn wartet. Ja, ich meine, es ist natürlich ein bisschen doof, dass man jetzt Wasteland zeigen muss, aber... Ja, aber gegen Maverick musst du eh damit rechnen. Also ja, ja, genau. Und jederzeit Tausende. Jetzt wird wahrscheinlich Greenstar. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ben macht etwas, was, also unser Maverick-Spieler macht etwas, was ganz viele Leute nicht tun. Die Länder tappen. Er tappt sein Land und opfert es dann. Und das finde ich sehr, sehr angenehm tatsächlich. Das machen ganz wenige Leute. Gerade die New Age Kiddies, sag ich mal, machen es nicht mehr. Oldschool Boys kenne ich, die machen das noch. Ja. Deswegen mag ich, finde ich es so, so schön. Ja, Fetch auf Savannah. Mhm. Ach, bei Maverick, bei Show & Tell ist noch gar kein Show & Tell, oder? Mhm. Savannah. Green Sun? Mana Ramp? Oder kein Mana Ramp? Das ist hier die Frage. Mana Ramp. Birds of Paradise, der vierte. Geil. Gaga. Da ist. Was ist das denn? Das ist der Wish gewesen, meine ich, oder? Cunning Wish. Ja, nee, oder? Nee, Hassan spielt ohne Wish-Kombo. Das ist ein Spell Pierce. Das ist ein Spell Pierce aus einem der neueren Sets. Also er hat kein Land auf der Hand. Nein, okay. Kein Land. Uff. Oder er hat ein Land, was nichts tun würde, was er nicht ins Wasteland werfen möchte. Das. Boah, ja, das ich kann meine, natürlich auch sein. Das ist ein Engine gewesen. Und das Engine Doom würde ja dafür sorgen, dass man eben einfach Engine Doom Go macht. Und wenn man jetzt wirklich noch irgendwas drauf hat, was man spielen möchte. Ja, okay, wenn Maverick jetzt auf Green Sun geht, kann man schön das Spell Pierce da reinkloppen. Okay, ja. Man hat den Affen noch auf der Hand. Aber man hat dann halt kein blaues Mana mehr. Ja, das stimmt, das blaue Mana wäre dann weg. Das ist halt schlecht. Das ist eine Talia. Talia ist natürlich auch ziemlich mieser. Miese Möb. Die würde ich forcen. Ja, ein Show & Tell Spieler ist halt auf jeden Fall. Nein, sie geht durch. Dann nicht. Okay. Da wird ein Force gezogen, das macht nicht so viel. Das ist auf jeden Fall ein Engine Tomb, Force, Poor Emmy, Hose Daddy. Eher das Spell Pierce weggeworfen, glaube ich. Ja, okay, die Hand braucht eigentlich nur noch einen Show & Tell. Oder ein Sneak Attack. Auch Sneak Attack kann er direkt bomben. Jetzt nicht. Er hat Engine Tomb und Nerven. Ja, und Talia. Ja, gut. Die hätte man vorzerfüllen sollen. In unserer Welt existiert die einfach nicht. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die einfach nicht existiert, weil sie geforst wird. Auf der anderen Seite, ja, was macht man jetzt als Maverick-Spieler? Draufhauen. Das ist die einzige solide Grundlage, die Maverick aktuell hat. Draufhauen. Ja, true. Weil... Aber das ist halt so doof. Du kannst halt als Show-and-Tell-Spieler jetzt einen Show-and-Tell rippen, schmeißt das Show-and-Tell, legst einen Emmy. Boah, dann muss. Nee, würde ich lassen. Gegner könnte mit einem Nasen gehen. Da ist Show-and-Tell. Da ist das Engine Tomb. Ja, wird gezeigt. Engine Tomb. Zwei Mana. Ja, das ist die Expedition. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich einfach nur gezeigt worden. Für Blau. Dann Affe für Exile. Für Exile, für ein Rotes. Dann Show & Tell für 4. So, jetzt ist die Frage, man hat keine Omni-Signs. Man könnte einen... Ein Gruselter, die hätte ich jetzt auch... Jetzt hat er einen Emmy reingelegt. Das ist ein Script Ranger.
auch. Emmy kann natürlich schnell ausmachen, wenn man hier auf schnell ausgehen möchte. So, jetzt musst du halt, egal was kommt, forcen. Du hast ja das... Kannst du nicht mehr. Nee, du kannst es nicht mehr. Scheiße. Du hast kein Mana. Mm. Ah, der hat als Schwein gehabt, dass da kein Knight reingelegt wurde. Mit einem Knight wäre dumm gewesen, weil dann hätte man halt wirklich einen Karakas suchen können. Auf der anderen Seite wissen wir, dass noch ein Greensun und ein Wasteland da. Das heißt, man kann nächste Runde Wasteland legen, Greensun Zenit, sucht den Knight. Dann kommt Annihilator 6. Das ist ja voll okay. Man hat dann immer noch genau ein Forest und den Knight übrig. Ja, weil man sich den Forest bounced. Nö. Mit dem Script Ranger. Nö. Dann muss man ja den Knight opfern, das ist ja dumm. Stimmt. Ja, dann hast du nichts übrig. Natürlich, du hast doch jetzt 6 Permanente. Oder hat der Annihilator 5? Annihilator 6. Ja. Ja, man legt ein Wasteland. Ach, du legst das Wasteland nur, ja. Genau. Wasteland, ja, Green ja, Sun. Ja, ja, ja. Du brauchst ja auch das eine Mana für den Green Sun auf 3. Und, ja, okay, da wird jetzt geschoben. Ja, dann hätte das jetzt überleben können und mit einem dicken Knight zurückhauen können. Also, wäre machbar gewesen, gerade weil er Edna nicht Force erfüllen konnte. Ja. Da hätte man jetzt wirklich noch den Green Sun raussuchen können, den, du willst. Dann mit Karakas und Cyborg natürlich mal als Karakas und Cyborg. Uff, das wäre natürlich, ja, okay, wenn man unsere Meta nicht kennt. Ja. Kann das auch mal im Sideboard sein. Aber ich finde das gerade mit Talia, du kannst die Talia protecten. Ist eigentlich zu gut. Ja, es ist meistens auch ein Mainboard tatsächlich. Da gibt es einen Mulligan. Ne, es war nochmal Sideboard, Leute. Sideboard, Shuffle, Swords sind noch drin. Interesting. Das war ein Mulligan. Mulligan, wow, 5. Und Shontell sagt einfach, ich keep 7. Ja, vor allem, weil dann Shontell und ein Wut drauf ist. Ach, der hat echt einen Fury drin, klar. Fury. Und ja, wenn das ins Spiel gelegt wird, flext er erstmal alles weg. Ja, voll geil. Und wenn du es mit Eile reinbringst, über eine Sneak Attack. Ja, ist eine coole Sideboard-Tag, die Hassan da nutzt. Das ist natürlich geil. Mhm. Ja, Mutti ist egal. Aber mit dem Fury nicht so ganz. Aber was haben wir denn da noch? Also, was ich da gerade gesehen habe, war auf jeden Fall eine Explosive. Spirit of Labyrinth. Das ist eine gute Karte gegen Shontell. Ja. Jeder Spieler kann nur noch eine Karte pro Runde ziehen, kann schon dafür sorgen, dass man nichts mehr tut. Insel. Ach, auch hier wunderschön. Tab, Opfer. Ich liebe es. Da ist sogar noch ein Fury drin. Ja, 2 oder 3, meine ich. Volcanic. Ja. Volcanic macht dann Volcanic plus Insel. Puh. Da wäre ich fast schon auf dem Mount. War das ein Skalington? Hatte ich gerade nicht gesehen. Ich meine ja, da wäre ich auch schon fast auf den Mountain gegangen. Einfach nur um sicher zu sein, weil ich meine, er hätte auch Blood Moon reingebohrt. Ja, da. Da ist die Insel. Da dann kommen wir die. Engineered Explosives. Für 2. Ja. Die knallt alles mit 2 oder weniger dann ab. Nee, mit genau 2 in dem Moment, genau. Ja. So, das heißt, die muss man jetzt als Maverick-Spieler auch erstmal beantworten. Mhm. Da hätte die hier auch einfach mal Protestant auf 1 legen können, um die Mutti loszukriegen und dann Fury. Ja, hätte man tun können. Wäre auch, glaube ich, ein ganz guter Move gewesen. Die Frage ist, man hat halt Shontell, man hat Fury, man hat Force of Will, wovor hat man Angst? Auf 2 kann man halt auch, also vieles bei Maverick liegt auf 2. Seien's die Talias, also gerade die ganzen Hate-Beers. Ja, ja, fast alle der auf Gaddock, 2. Wenn der noch gespielt wird. Gaddock, yes, auf jeden Fall. Der 1 auf 3 dürfte eigentlich der Knight sein und je nachdem Knight of Autumn oder so. Genau, Knight of Autumn oder halt, wenn man Kevin heißt, Renegade Rallyer. Renegade Rallyer, ja, dort fiebert keiner mehr spielt. Ja, genau. Außer unser Kevin. Und da, Angriff mit Mutti, da! Das könnte wehtun. Yes. Weil wenn jetzt Fury, bum, bum, bum. Fury macht 4 Schaden? 4 Schaden aufgeteilt an beliebig vielen Kreaturen oder Planeswalkern. Wäre fast schon lustig, Shontell zu legen. Ja. Das ins Shontell zu legen, einfach nur um zu gucken, ob er noch eine Kreatur mit 2 hinten reinlegt, so bum, 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 und die Karte, die du gerade reingelegt hast, die geht auch noch drauf. Einfach mal so Klatsch weg.
Genau, Mana-Kosten hat die genau 0. Ich glaube, hier geht es gerade um... Das war ein Judge Call an mich, da waren die CMC. Ja, Prismatic Ending. Weil, ja. wie ich es auch gesagt habe, sie hat auf dem Stack die Mana-Kosten von X gleich Anzahl und überall anders hat sie die Mana-Kosten von X gleich 0. Genau. Hand, Deck, Friedhof, Feld, egal was. Exile, ja. Ante-Bereich, genau, Ante-Bereich. Genau, und Phasing. Die kann man halt dann wirklich für 0 einfach exilen. Weil man hat mindestens Weiß dafür bezahlt. Das bedeutet, man kann mindestens eine Karte für die ein Mana kostet. Jupp. Exilen. Das ist so geil mit Talia. Mm, ja, weil es da halt auch einfach funktioniert. Dass sie einfach beim Resolven checkt, okay, wie viele Mana-Farben wurden für mich bezahlt? Alles klar, Talia ist doch schon längst verrechnet. Ja, ist so gut. Das ist auch immer so geil. Genau dasselbe mit Asianic Explosives. Ja. Funktioniert genauso. Da wurde noch ein Spirit reingelegt. Boah, das wird ja immer... Ich würde jetzt so knallhart das Showtell slammen. Ich auch. Vor allem, du hast jetzt das Honda mit dem Force Backup und dann legst du dem das Fury dahin und prügelst den einfach tot. Ich glaube, er hat auch keine Handgarten mehr. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle genau. Ich glaube, er hat keine Handgarten mehr. Tatsache. Nein! Oh, oh no! Ey, wird mal kurz drüber geredet. Das hätte man nicht tun dürfen. Nee. Das hätte durchgehen müssen. Da hätte Ponda guckt in dem Moment, wo die Spirits draußen liegen, nur 3 Karten an. Jo. Man zieht keine Karte. Zieht keine Karte und du guckst halt die obersten 3 an. Deswegen ich zum Beispiel auch Ponda auch mal in eine Narset oder so spiele. Das genau, kann man machen. Das würde ich gerade sagen, funktioniert vom Fetchen her nicht. Aber genau, also man kann das auch zum Indexen benutzen, zum schlechten Index. Ja, aber mal gucken. Das zurücknehmen, werden wir auf jeden Fall gleich nochmal sagen, das ist absolut nicht möglich an einem Competitive-Turnier, was wir da gerade haben. Mhm. Das ist nicht sauber. Ich meine, okay, wenn beide sich einig sind, was sollen wir machen? Hat keiner gesehen, hat keiner gemeckert. Richtig. Also passiert doch der richtige Move, der gute Move. Hoffentlich. Wenn er jetzt einfach Go sagt, werde ich traurig. Nee, es ist Showtell. Er sucht Showtell. Das ist Showtell. Yes! Ja, und dann... genau das. 4 Schaden. Ein Schaden. Und wie viel Schaden meinst du? 4 Schaden. Ich meine bis zu... beliebig viele Targets, 4 Schaden, genau. Ja. Bam, bam, bam. Und erst mal gucken. ja. Vor allem ist es weiterhin ein 3-3 Double Striker, der halt jetzt innerhalb von 4 Runden ausmacht. Ja, der macht er 6, 12, 18, 24. Ja. Ja. Sick. Ja, und jetzt hat man sich halt auch wieder Luft geschafft. Vor allen Dingen, man hat jetzt das Force auf der Hand. Ja. Und im Zweifelsfall zieht Maverick jetzt einfach Länder. Ja, im Normalfall. Das sind Dinge, die Maverick tut in solchen Situationen öfters mal. Weil das sah nicht nach dem Land aus. Ich meine, was kann jetzt noch helfen? Ein Swords. Swords wäre gut. Knight ist leider nur ein 2-2er, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja. Knight ist nur ein 2-2er, der bringt nicht viel. Ponder. Jetzt kann man pondern. Ohne Probleme. So, jetzt nimmst du einfach. Nein. Mm-mm. Das ist Müll. Das ist ja nur Schrott. Hey. Ja, braucht man jetzt noch großartig was anderes? Ich glaube nicht. Mehr Counter. Brauchst du jetzt noch eine blaue Handkarte, damit du forcen kannst? War da nicht noch ein? Oder nein, das andere war ein Grusel-Daddy. Ah, okay. Das ist ein Engine-Tube. Okay, gleiches Hardcast-Force dran. Ja. Dann haut man erstmal für 6. 2, 3. Und noch dann nochmal. Wollte keinen sagen. Nochmal 3. Ich war gerade schon verwirrt. War mich nicht schwach. Ja. Dann die zweite Karte. 3 Mana ist Knight of the Reliquary in Old Border. Der ist jetzt 5-4-4. Der Knight. Der 2 Länder am Friedhof. Nee. Hast du doch gerade noch selber gesagt. Der ist 2-2. Der hat Mutti, die beiden Spirits und einen Ding. Stimmt. Da ist kein Land im Friedhof.
Das ist einfach nur ein 2-2er. Das handelt jetzt, ob da ein Maze of F in dem Deck drin ist. Viel interessanter, wenn der den jetzt zum Blocken benutzt, holt er sich ein Fetchland. Das wäre gut. Hm. Wenn der Maze drin hat, wäre es geil. Ja. Wenn der den zum Blocken benutzt. Ach, nein, Sturm. Oh, hoffentlich. Das war spannend. Okay. What? Das ist nichts. Zwei Mana. Aktiviert den Knight. Ja. Hat zwei Mana im Pool. Was soll man denn noch machen? Was mit den zwei Mana im Pool? Ich würde einfach ein. Okay. Hätte ich auch einen Fetch, da wäre ich auch mit dem Umweg über den Fetchstand gegangen. Ja, du bist. Wobei man ist auf zwei Leben, das ist schon ja, creepy. Ja, das ist schon ätzend. Hm. Also, das hätte man jetzt auch einfach im Block machen können. Nee, man nimmt das Land nicht. Bayou liegt. Scrub? Wasteland. Wasteland. Ja, damit man sich selber wastelanden kann. Oder den Gegner. Oder den Gegner, klar. Aber das macht beim Gegner. Zwei Mann am Pool. Okay, verfliegen. Da ist ein Land gewesen. Mhm. Ein Duel. Ja. Ja, okay, das kann man ja im Zweifelsfall gerade wastelanden. Ja, was ist die letzte Handkarte? Ich hab's nicht gesehen bei Maverick. Ich hab's auch nicht gesehen. Was hat Maverick drin, was nicht für 5 Mana spielen kann? Oder will? Swords. Ja, gut, das hat Fury immer noch. Der kriegt mit dem Prismatic Ending den Dings nicht weg. Ending kann sein, ja. Ending wäre hier das Ende, ja. Geht er auf 4-4. Block. Sterben beide. Ja, sterben beide. Ich glaube, da wurde ich jetzt auch nochmal gerufen. Ich kann mir überlegen, weil... Du kannst den jetzt noch aktivieren, dann kannst du dir noch... Du müsstest noch 2 Länder in Friedhof kriegen, oder? Noch 3. Noch 3, deswegen, das schaffst du nicht. Doch, mit einem Tappen Wasteland suchen und dir noch ein Landwerk Wasteland. Dann hast du aber nur noch ein Land. Stimmt. Gehst aber auf 3 und behältst den Halt. Das wäre natürlich ziemlich gut. Die Frage ist natürlich, wir wissen von der zweiten Fury, die jetzt gerade auf die Hand gekommen ist bei Show and Tell. Uff. Aber kein zweites Rotes durch das Wasteland. Warum? Nee, das war kein gut. Zweites Rotes. Es war gut, dass es gewastelandet wurde. Ja. Dann sterben wir. Ab in den Schrott. Jo. Mal sehen, wann da könnten wir noch in den Bereich von Omniscience Hardcast kommen. Fast. Das ist eine Mami? Das ist eine Mutter. Ja, okay, die ist gleich wahrscheinlich tot. Geht, man muss halt eine rote Mana-Quelle finden. Das ist. Was war das denn? Das war, glaube ich, ein Spellpierce. Das kann sein. Das neue Artwork sieht sehr danach aus. Boah, ich bin bei den ganzen Artworks mittlerweile so raus, es sind so viele verschiedenste Artworks. Oh mein Gott. Oh, mein Deck sah am Wochenende aber so schön aus. Ja, true. Angriff mit der Mami? What? Okay. Ballsy Move, ey. Ja gut, weil die nichts Gliedes hat. Die ist 2-2, die Lukas, der ist auf 13. Ja. Buseju auf der Hand. Ja, Buseju ist aber Schwachsinn. Da könnte er höchstens auf das Rote gehen und dann bringt es ihm nichts. Nee, aber man könnte damit Verzauberung zerstören. Das ist Rote. 3. Das kostet nur 5, mein Lieber. Yep, wird auch hier gemacht. Der für ein Rotes, ganz wichtig gesagt, für ein Rotes. Neues Fury. Pew, pew, pew. Matafu. Was passiert jetzt? Ja. Ist no. Okay. Man könnte den roten entweder benutzen für das Evoke oder man nutzt es eben als Hardcast. Genau. Wenn ein Spiel kommt, macht er erstmal pew, pew.
Ein Schaden da. Auf jeden Fall fehlen noch die 2 Damage im Gesicht, im eigenen von der Endstube. Jupp. Da wären wir jetzt strategisch gesehen auf 11. Ja. Das ist... Oh, Endurance wird geforce of will. Es ist mal theoretisch auf 11 und jetzt auf 10. Ja. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Oh, da kommt was für 2. Natalia. Ja, die macht nichts. Die macht halt nichts, außer da zu stehen und zu sterben. Ja, das ist sollte. Also der muss jetzt einen Sword ziehen, damit er irgendwas machen kann. Und kann es jetzt nicht spielen. Ja. Geht jetzt in den Block. Und... Jetzt kann der eigentlich nur noch... Ja, Teot hat jetzt noch eine Dried drin. Stimmt, Dried hätte man noch blocken können, aber das ist echt... Buseju hätte auch noch, klappen können. Ja, richtig. Gut. 2-0 für Showntell gegen Maverick. Maverick ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt gegen Showntell, aber Showntell hat hier auch ein paar richtig coole Moves gemacht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.